die Spieler. Hobby und Vinas, der hat das Platz hier für die Thurgauer, wenn es schnell geht. Hobby mit dem ersten Tor dieser Partie. Schnelles Umschaltspiel der Thurgauer. 3 gegen 2, 3 gegen 1 Situation. Und Dominik Hobby eröffnet hier das Tor. Ja, ist eigentlich... Claude hat eigentlich alles unter Kontrolle gehabt, Offensivzone, und dann kollidieren es miteinander. Fabian ganz spekuliert, da macht einen Pinch zu früh und dann super Pass und hervorragender Schuss. Also ist einer, der Sander Zürich wahrscheinlich zurück hat. Ja. Also jetzt stimmt die Zuteilung natürlich nicht. Ein Fehler und das ist dann der Ausgleich. Luis Janet ladet hier den Gegner ein und ich glaube, es ist Harrison Schreiber, der hier das Tor erzielt, dankend einer der Jugendlinie also. Ja, wieder Kitzlein gewesen, Situation aus dem Nichts entstanden und blöd, Scheibe kumpelt blöd weg von der Bande. Ja. Er will, glaube ich, den Pass hier direkt auf Vorder spielen. Ja. Sieht ihn allerdings, sieht er nicht, dass da einer auch herangebraust kommt, nämlich Harrison Schreiber zur Scheibe läuft und der. Ja, muss er auf seine Kappe nehmen. Schiebt er ein, ja, absolut. Das ist jetzt genau die. Das. Figren! Und da kommt dann dieses Tor zum 2:1. Ja, immer enger und enger geschnürt. Und super Pass von Fabian Ganz, super Schuss von Figren. Und das ist, man sieht da das Spiel, das sie oben machen, das Hin und Her, ein bisschen Positionen wechseln. Figren kommt aus der Mitte in eine gute Abschlussposition und geht da eigentlich so vergessen durch das Movement, das sie da machen. Gut, sie schreiben noch annehmen können, Paratti dann, ja, wirklich in den Schuss reingeht, der da in diesem Moment halt dann auch nicht verdeckt, eher noch Zentrum wieder präsent gewesen. Figren, Ablenker, Kinchi mit dem 3:1. Ganz so gewollt war das nicht natürlich, aber einfach mal ins Zentrum reingelaufen. Ich glaube, war der Schlittschuh, oder nicht? Ja, also der Figren sieht, also der Figren wird effektiv den Pass spielen. Ich habe gemeint, er hätte mit dem Stock abgelegt. Doch, ja. Natürlich. Ja. Du hast das bessere Auge. Genialer Pass von Figren. Also wirklich, das ist ein grosses Kino. Der Pass musst du erstmal so spielen. Und auch Kinchi richtig Riecher gehabt. Eigentlich atypisch, vor allem in dieser Situation, weil der Schreiber macht das einzig Richtige. Der Spieler kommt von der Strafbank zurück, er geht wechseln. Aber der Kinchi macht es nicht. Und der Klote hat es wirklich sehr, sehr gut gespielt. Das darf man jetzt auch mal sagen. Ist mir gleich hier für Abriest mit dem 4:1 und wohl der Entscheidung in dieser Partie schon sehr früh im dritten Drittel, 44. Minute. Patrick Abriest schneller als alle anderen, gut bereits in Eigenzone gespielt und dann auf und davon. Ja, richtig, richtig geschmeckt und unglaublichen Antritt, den er da hat, kenne ich eigentlich gar nicht so von ihm. Ja, auch nicht mehr der Jüngste. Nein, also er hat mit mir noch Junioren gespielt und ist dort, dann ist er nicht so schnell gewesen. Hätte ich vielleicht jemand mal ein bisschen Sommertraining sollen auf Österreich. Rundquist. Holberg, 2:4. Werden es hier noch allerdings eine Reklamation von Zurkirchen wegen einer Torhüterbehinderung gibt. Ja, also es war ein bisschen Arvidov, sein Goal. Ich weiß nicht, was der Sandro Zürkirchen da jetzt gerade hatte. Ich glaube, es ist Jonathan Eng, der im Torraum reinfährt. Schwierig, das hier 1:1 gleich so zu sagen. Einerseits wird der Eng von Randeck etwas reingeschoben, ja. Aber andererseits dann auch die Frage, tut Eng alles, um eben den Kontakt zu vermeiden und möglichst rasch aus dem Torraum rauszukommen? Also hat mir persönlich nicht den Eindruck gemacht, dass er unbedingt Kontakt vermeiden. Also meiner Meinung nach müssen wir das zwingend anschauen. Genau. Das Glück. Steiner! Das ist die Entscheidung. 5:2, da müssen wir dann nicht mehr diskutieren zu dem Zeitpunkt. Nikola Steiner, die Scheibe schien da noch etwas abgelenkt.
Ja, schön gespielt. Also, vorher schon die Chance von Niki Altdorfer, der ganz wieder den Stock sucht vor dem Goal. Sehr schön gespielt gewesen. Die Scheibe können halten im Drittel und wenn der Steiner trifft, dann ist meistens Zeit für ein Feierabendbier. Ja. Jonathan Eng hier noch an der Scheibe dran. Ja, und zwar, weil Niklas Steiner ja nicht unbedingt der Torschütze vom Dienst ist, der für seine...